Das Glück, sagt er. Oh, da ist wieder ein Fliegerhorst. Fliegerhorst. Sag ich doch, Fliegerhorst. Wo ist denn Hauptmann Esel? Oh, guck mal, da ist Esel 001. Ja, das ist bestimmt sein Sohn. Oder fliegt ein Einser Premium-Flugzeug. Das ist bestimmt sein Sohn. Warum die nicht am Montag fürs Klima streiken? Freitag ist doch nicht so schlimm wie montags. Wahrscheinlich dann. Was, was ist denn da los? Schreibt Maximilian. Pilot, machen Sie sich einsatzbereit. Es geht los. Hast du Bomben? Nö. Juhu, ich kann was treffen. Ich hab Raketen. Ja. Das heißt, ich weise meine Bombe runter und du schießt schnell die Rakete dadurch. Ja, genau. Und dann überholt meine Rakete deine Bombe so ganz knapp und dann. Hatte auch damals auch immer nur. Der Fliegerhorst erlaubt den Wechsel des Fliegers. Ja. Ist ja geil. Deswegen brauchen wir den. Und auf dem Fliegerhorst kannst du deine Flugzeuge reparieren, wenn du drüber fliegst. Ja, das weiß ich. Jetzt werden von der Flugabwehr beschossen. Ja, das habe ich schon bemerkt. Flugabwehr Nummer 1 ist weg. Ja, ich habe aber irgendwas kaputt gemacht. Glaube ich. Flugabwehr Nummer 2 ist nicht ganz weg. War egal. Das war jetzt einmal zu viel gedrückt. Flugabwehr Nummer 3 ist auch weg. Ja, da fehlt jetzt kein Stück. Ich werde jetzt zu Flugabwehr Nummer 4 ist auch weg. Ja, ich habe auch mal ein bisschen was gemacht. Ich muss abdrehen, ich werde eingeschossen. Dafür habe ich meinen Heckschuss, Dings. Ja, von so einem Ding wurde ich ja gerade beschossen. Achso. Von einem Heckturm. Oh, das Ding ist jetzt schon übernommen worden von den Gegnern. Na toll! Ja, ich weiß aber gar nicht wie. Und ich. Strömungsabriss, fliegen sie schneller. Alles klar, ich konnte durch mein Lenken. Vor allem, ich habe Dinge kaputt gemacht und es hat nicht für uns gezählt. Fand ich sehr ja, genau, so war das bei mir auch. Du hast das Zither abgeschossen, achso. Ah, ich komme jetzt mal wieder. Verdammt. Was ist das da? Also spielt ihr zusammen oder gegeneinander? Das ist World of Warplanes. Wir spielen quasi zusammen. Das Flugspiel Pendant von Wargaming. Ja. Und wir spielen zusammen in einer Division. Ich finde Rotte klingt dumm. Naja. Ich finde Rotte klingt komisch. Tut's auch, aber im Grunde genommen verrottet man ja auch. Auch richtig. Und wir spielen zusammen. Wo ist er eigentlich gerade? Da, der gelbe Pfeil. Da drüben ist er. Da ist der Hattie. Ja, ich hab mir gedacht, ich unterstütze hier drüben mal, weil schon wieder haben die anderen es jetzt auf einmal übernommen. Hast du dir so gedacht, ne? How can this be happening? Ja, lass uns ein Happening feiern. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auch dieses Gefecht werden wir kurzzeitig verlieren. Meinst? Ja, bevor wir es vielleicht beim nächsten Mal wieder gewinnen. Hinter dir ist Esel. Ja, der mit seinem Einser-Ding. Dummerweise ist ein Premium-Flieger. Ansonsten hätte ich mir gesagt, alles klar, du kommst eh nicht durch meine Panzerung. Quassel, das ist guter Content. Oh, das ehrt mich aber. So. Oh, irgendwas habe ich trotzdem war, abgeschossen. Schon langsam. Goyen hat mich abgeschossen. Der hat... Was fliegt der? Immerhin Dreier Premium. Ich hab dir gerade Esel vom Leib geholt, als sich der andere getötet hat. Ja, der Esel, der... Ich glaube, der hat 5 Schadenspunkte gemacht. Mit seinem Einser. Oh, Mann! Bist du auch weg? Ich bin auch weg, ja. Vom Premium-Flugzeug getötet. Ja, ich auch. Das Problem ist halt... Wir sollten uns auch Premium-Flugzeuge kaufen. Ja, ja, unbedingt. Vor allen Dingen 1er Premium-Flugzeuge. Ne, 8er. Damit wir dann da als Noobs geflamed werden. Lass uns lieber World of Tanks 1er Premium Panzer kaufen und direkt als Noobs beschimpft werden. Nö, da habe ich ja 8er Premium Panzer. Alter, ich treffe hier gerade nichts mehr.
ist ja auch schon spät. Ja, das scheint auch so. Sie werden von der Flugabwehr beschossen. Was, wirklich? Warum sollte die das denn tun? Bin wieder da. Baby. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast, aber ich finde, es ehrt mich sehr, dass du das als guten Content einschätzt. Du machst ja auch guten Content. Du machst ja auch guten Content. Danke, du aber auch. Ich wollte gerade sagen, nein, vor allem gut, dass du das sagst, wenn ich gerade abgeschossen wurde. Von Silent Engine. In der I-16. Junge, wie viele Flugzeuge sind denn hier? Ich brenne und ich bin schon wieder raus. Alles klar. Was ist denn das für ein Premium-Flugzeug, Alter? Es schießt mich dreimal an, ich brenne und bin tot. Ich weiß es nicht. Sieht aus wie eine Messerschmitt, nur dass sie die Flügel nicht von unten, sondern oben rangebaut haben, weil sie wahrscheinlich für unten keine Bolzen mehr hatten oder so. Keine Ahnung. Wir haben nur oben Bolzen, da bauen die Flügel dann oben hin. Die Bolzen passen unten nicht. Zurück ans Reißbrett. Jo, das ist der beste Content. Danke, danke. Alles für euch. Ja, der ist ja immer noch da. Apropos guter Content. Jetzt hab ich dich, Recher. Sehr schön. Apropos guter oder semi-guter Content. Nächste Woche kommt ein bisschen Real-Life-Content von mir. Du, der Typ hängt dir schon wieder am Arsch. Ich kann nichts dafür, dass mein Arsch so verführerisch ist. Den hole ich mir jetzt aber. Jetzt kaufe ich ihn mir. Ja. Ist das wieder der Einser? Nee, das ist der Dreier. Ah, okay. Der ist gut, dass du dir abschießt. Der mich schon dreimal angezündet hat. Ach, keine Bomben. Verdammt. Hattest du damals in der Schule so eine Streberin, Streber, also einer, der immer Einsen schreibt? Also in der Grundschule war ich das selber. Also von der ersten bis zur vierten Klasse hatte ich nur Einsen auf dem Zeugnis. Dann habe ich festgestellt, dass es eigentlich egal ist. Dann hatte ich nur noch 2 bis zur 10. Klasse. Gut, bis zur 9. Klasse, 10. Klasse habe ich dann den Abschluss mit 1,5 gemacht. Dann habe ich mein Abi gemacht und im Abi war mir alles egal. Dann habe ich mein Abi mit 2,4 gemacht und ja. Vor allem wie gut. Aber ich hatte nie wirklich irgendwelche Leute, die Streber waren oder so. Obwohl ich das sowieso ein bisschen, weiß ich nicht. Ich bezeichne Leute nicht gerne als Streber. Wenn die Leute viel lernen wollen, dann sollen sie doch bitte was lernen. Das ist nicht mein Leben. Wenn sie das machen wollen, gerne. Richtig. Und da halte ich mich dann auch raus. Ich habe Respekt vor solchen Leuten, die so viel wissen. Ich selber weiß nämlich nicht so viel. Zumindest nicht bei allen Sachen. So, wir haben noch ein paar Bündchen. Ich habe keine Ahnung, ob da was trifft oder wie auch immer. Schön, dass ich dir gerade den Gegner am Heck weggeballert habe und dann ich direkt eingekriegt habe. Ah nein, ich hol mir erst den da. Rede weiter mit dem Real-Life-Thema. Also wenn du mal ein bisschen runterscrollst in meinen Infocards, dann siehst du, dass ich nächste Woche auf einem Event bin. Und von diesem Event werden hier ein paar, ich hoffe, Streams kommen. Und wenn ich nicht... Verdammt, da ist er schon wieder! Und wenn keine Streams kommen, also ich hoffe, dass ich welche machen kann. Wenn keine kommen, dann werden auf jeden Fall Videos kommen. Also quasi von mir Zusammenschnitte von meinen Tagen dort. Achtung an alle Flugzeuge! Ziehen Sie sich zurück und gruppieren Sie Was, sich das juckt dich wie? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ach, mit dem Streber. Ach so. Ja. Wie gesagt. Ich finde es auch krass, wenn irgendwie Leute 1-0er Master machen oder so. Finde ich auch ziemlich krass. Aber ich bin nicht so ein Typ. Ich habe dann lieber noch ein Leben nebenbei.